jetzt da 50 Maschen angeschlagen. Und jetzt müsst man vorsichtig eine Nadel rausziehen. Und dafür heben wir eine fest. Und bei der anderen ziehen wir einfach um, dass die da rauskommt. Und den Faden, den kurzen Faden, den lassen wir jetzt einfach hängen. Und wir arbeiten natürlich jetzt mit dem Faden, der in der Wolle drin ist. Wir nehmen das Ganze so, machen jetzt erstmal eine Randmasche. Dafür stechen wir da hinten ein, holen den Faden, ziehen ihn durch und lassen es von der Nadel. Und wir arbeiten im Perlmuster, das heißt über eine Masche rechts, eine links und auf der nächsten Reihe dann versetzt. Und zwar eine rechte Masche. Wir stechen vorne ein, holen den Faden, ziehen ihn durch und lassen es von der Nadel. Jetzt kommt der linke. Dafür legen wir den Faden vor die Arbeit, stechen ein, holen den Faden, ziehen ihn durch und lassen es runter. Also eine rechte von vorne, eine linke, so rum. Rechte, wir stechen da ein, holen den Faden, ziehen ihn durch. Und eine linke, wir legen den Faden vor die Arbeit, stechen da ein, holen den Faden, ziehen ihn durch und lassen es von der Arbeit. Und so machen wir jetzt die ganze Reihe, immer eins rechts, eins links, immer abwechselnd. Ja, mein Rückenteil ist jetzt bis auf den Ausschnitt fertig. Das sind jetzt also vom Maschenanschlag bis ganz nah auf Hans 124 Reihen. Und jetzt kommen dann ungefähr noch so 4-5 cm dazu, weil wir brauchen da jetzt einen Halsausschnitt rein. Ihr messt es bei euch einfach ab, ob ihr einen längeren Pullover oder einen kürzeren wollt, das bleibt alles euch überlassen. Ihr könnt den einfach so lang oder so kurz machen, wie es ihr wollt. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man einen Halsausschnitt macht. Also wir haben jetzt unsere 124 Reihen und die 125. Reihe, da strickt man jetzt 22 Maschen im Perlmuster. Und jetzt werden die nächsten 6 Maschen, die werden abgekettet. Wir machen jetzt, weil das ja eine linke ist, machen wir eine rechte drauf. Dann stricken wir die nächste links. Und jetzt ziehen wir die erste Masche einfach über die zweite. Das ist eine linke, also machen wir eine rechte und ziehen die nächste über die Masche. Das ist eine rechte, dann machen wir eine linke. Und ziehen einfach die hintere drüber. Und ihr seht schon, dass da jetzt schon der Ausschnitt beginnt. Jetzt haben wir schon 1, 2, 3 haben wir schon. Dann stricken wir die nächste. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Braucht man noch eine. Wir ziehen das nur da drüber, 6. Jetzt haben wir da 6. Das war bei mir, das stört ein bisschen, ich weiß, das war bei mir in der Wolle drin, da war die Wolle nämlich zusammengeknotet. Aber das wird einfach mal Innenseiten und dann sieht man das von außen ja gar nicht. Wir haben jetzt da die 6 Maschen und jetzt strickt man die letzten, das sind jetzt wieder 22 Maschen, strickt man jetzt im Perlmuster. So, die Reihe 126 habe ich jetzt einfach die 22 Maschen abgestrickt. Und die anderen 22, die bleiben jetzt einfach liegen. Die stricken wir dann später fertig. Jetzt drehen wir die Arbeit wieder um. Fangen wieder um mit einer Randmasche. Dann haben wir natürlich eine rechte gehabt, haben jetzt eine linke drauf, damit unser Perlmuster bleibt. Und ziehen die Maschen wieder drüber.
Jetzt gehen wir rechte und ziehen die Maschen drüber. Und dann linke und ziehen die Maschen drüber. Und somit haben wir jetzt da drei Maschen abgenommen. Und dann strickt man die Reihe einfach im Perlmuster zu Ende. Und die nächste Reihe strickt man einfach wieder vor, ganz normal. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Ja, ich habe jetzt da die 128. Reihe wieder ganz normal bis daher gestrickt. Und jetzt kommt die 129. Da nehmen wir nochmal zwei Maschen ab. Also wir machen eine Randmasche. Diese linke machen wir rechte drüber und ziehen die um drüber. Und so machen wir es mit der A, diese linke, und ziehen die um drüber. Und jetzt strickt man die Reihe ganz normal fertig. So, unsere Reihe 129 waren jetzt die zwei Abnahmen. Und dann strickt man einfach nur mit drei Reihen drüber ohne Abnahmen im Perlmuster. Dann haben wir 132 Reihen. Und jetzt kettet man das Ganze ab. Wir machen wieder eine Randmasche. Jetzt schauen wir wieder, da haben wir eine linke, da machen wir wieder rechte drüber und ziehen den Faden um drüber. Das Ganze ziemlich locker, wenn es geht. Also wir stricken im Perlmuster und die erste um drüber. Ich sage es euch nochmal, diese linke strickt man rechte, dann nehmen wir die erste und ziehen die oben drüber. Diese rechte, dann strickt man natürlich linke, dann holen wir die erste und ziehen es oben drüber. Und somit werden das jetzt die Abnahmen für die Schulter. So, jetzt haben wir nur noch eine Masche auf der Nadel und die anderen sind jetzt da abgekettet. Dann gehen wir her, legen den Faden einfach vorne hin, heben das ab für ganz normale Randmasche und ziehen jetzt die erste Masche, was auf der Nadel war, oben drüber und wir schneiden den Faden ab. Ziehen die Nadel da raus. Jetzt haben wir das so eine Masche. Dann drehen wir den Faden durch und ziehen das ein bisschen zusammen, das Ganze. So. Und fertig ist das eine Teil. Jetzt müssen wir natürlich das andere genauso machen. So, wir haben jetzt da schon unseren halben Ausschnitt. Und jetzt nehmen wir die andere Seite hier. Wir fangen in der Mitte oben, wo der Ausschnitt ist. Lassen den Faden wieder runterhängen, stechen ein, machen wir ganz eine normale Randmasche. Jetzt haben wir da linke, machen wir natürlich eine rechte drüber und ziehen den Faden drüber und dann ziehen wir hinten ein bisschen fest und passt es wieder. Da haben wir rechte, dann macht man linke und ziehen den Faden drüber. Da haben wir linke, macht man rechte und ziehen am Faden drüber. Jetzt haben wir genauso die drei Abnahmen wieder herum. Und jetzt strickt man die Reihe einfach fertig. So, das waren jetzt die drei, was wir abgenommen haben. Dann haben wir zurückgeschrickt. Jetzt ganz eine normale Reihe drüber. Und jetzt müssen wir genauso wieder auf der anderen Seite nochmal zwei Maschen abnehmen. Also wir machen eine Randmasche. Dann ist da eine rechte, machen wir natürlich eine linke. Und ziehen die Masche drüber. Da ist der linke, machen wir rechte und ziehen die Masche drüber. Somit haben wir jetzt zwei Maschen abgenommen. Jetzt strickt man die Reihe fertig und nur drei Reihen drüber. Und dann wird es genauso abgekettet wie auf der anderen Seite. Ich zeige euch das dann nochmal. Ja, wir haben jetzt die 132 Reihen und wir haben nur 17 Maschen drauf. Und die werden jetzt abgekettet, also wir machen wieder eine Randmasche. Da haben wir rechte, dann strickt man durch eine linke und dann die Randmasche drüber hin. Da haben wir linke, dann strickt man rechte und dann die Randmasche drüber hin. Das ist rechte, dann stricken wir eine linke und heben die Randmasche drüber. Da braucht man rechte.
Hälfte und drüber. So, wir haben jetzt wieder die letzte Randmaschen drauf. Die heben wir einfach wieder ab und ziehen die vorderen Maschen drüber. So. Wir schneiden den Faden ab. Und ziehen den Faden durch die Masche durch. Und ziehen das Ganze wieder da zusammen. Und somit ist das auch fertig. Und ich zeige euch das jetzt gleich mal, wie das ausschaut. Ja, unser Rückenteil ist jetzt fertig. Wir haben jetzt da den Ausschnitt und für die Schulter. Ja, und ich wünsche euch jetzt viel Spaß, weil das Vorderteil dürft ihr jetzt genauso arbeiten. Also wir brauchen ein zweites dazu. Einfach ganz genauso, wie das Rückenteil ist, wer das Vorderteil gemacht.